Mit Hunden sucht die Polizei die Umgebung des Tatortes ab. Der Lampertheimer Wald in Südhessen, statt Idylle heute Spurensicherung und möglicherweise Mordermittlungen. Dass hier ein Verbrechen passiert ist, trifft die Menschen. Schrecklich. Ich habe vorhin den Mann getroffen, der die Leiche gestern gefunden hat. Hab mit dem erzählt. Ja, also das ist nicht mehr normal, was heutzutage bei uns abgeht. Was hat der Mann Ihnen erzählt? Dass er blass gewesen war, der Arm verblutet, also am Arm Blut, die Kleidung dreckig. Man weiß gar nicht, soll man noch mal mit dem Hund hierher kommen, im Wald laufen. Man weiß aber halt auch nicht, ist es hier passiert, ist es woanders passiert. Ja, es ist schon schlimm. Also ich finde es furchtbar, dass sowas überhaupt passieren kann. Und gut, Streit gibt es immer mal, aber das kann man auch anders beilegen. Da muss man nicht jemanden unbedingt töten. Gestern um 11.45 Uhr herum finden Spaziergänger hier im Wald die Leiche einer Frau und rufen die Polizei. Schnell steht wohl fest, die Frau wurde gewaltsam getötet. Was man bisher weiß, ist, dass es sich bei der Getöteten um eine 36-jährige Frau handelt, die mit ihrer Familie hier in Lampertheim gelebt hat. So wie es aussieht, wurde die Frau hier auf einem Waldweg getötet. Laut Polizeiangaben hatte sie mehrere Stichverletzungen. Geschulte Beamtinnen und Beamten betreuen jetzt die Angehörigen der 36-Jährigen. Der Wald in Lampertheim, eigentlich ein beliebter Ort für Spaziergänger. Normal, wenn ich morgens komme, sind da etliche Autos und heute so gut wie gar nichts. Dass die Leute da Angst haben, ist ja verständlich. Die schreckliche Tat, sie macht was mit den Menschen, die hier im Wald normalerweise unterwegs sind. Man guckt schon ein bisschen mehr, ne? Man guckt so, wie reagiert der Hund, guckt er so ins Gebüsch oder ist da jemand oder so, man guckt schon. Und man guckt auch, dass man noch Leute trifft. Man weiß ja, wer hier immer im Wald läuft. Ich drehe mich ständig um. Und man weiß ja nicht, ob das ein Radfahrer war, der gewartet hat, von hinten kam. Halt ungewiss alles. Die Polizei in Südhessen hat eine Mordkommission eingerichtet und bittet Menschen, die möglicherweise Hinweise zu der Tat geben können, sich zu melden unter 06151 969 53111.